Ich begrüße dich ganz herzlich zum Morgen-Update. Nun ist es soweit. Die Front von Tief Ilse überquert uns. Die Schauer und Gewitter verlagern sich heute Abend aus der Mitte in der Nacht dann zunehmend in den Osten und in den Süden von Deutschland. Von NRW in Richtung Nordsee und Schleswig-Holstein lockert es auf, da bleibt es bereits zunehmend trocken und wir erwarten Tiefstwerte von 17 Grad an der Ostsee und frischen 11 Grad am Alpenrand. Der Mittwoch selbst bringt dann im Osten noch einzelne Schauer, auch am Alpenrand sind diese noch möglich. Am Vormittag vereinzelt noch mit Blitz und Donner. Meist bleibt das Ganze aber bereits gewitterfrei. Tagsüber dann auch in der Mitte ganz vereinzelt Schauer. Das Ganze zieht sich aber immer mehr in Richtung Thüringerwald und Erzgebirge zurück. In weiten Teilen von Deutschland bleibt es dann schon trocken und wir erwarten auch ein paar Sonnenstunden. Das Ganze bei mäßigem, teils auch frischem Wind aus nordwestlichen Richtungen, besonders an der See ist es da relativ frisch. Die Temperaturen 20 bis maximal 26 Grad, am wärmsten noch im Südwesten. An der Nordsee 18 bis 19 Grad, hier also relativ kühl. Das Wetter entspannt sich aber bereits am Donnerstag mit dem nächsten Hochdruckgebiet. Die Temperaturen steigen an auf bis zu 28, vereinzelt vielleicht sogar schon 29 Grad. Der Freitag bringt bis zu 30 Grad. Es wird also im Süden schon heiß. Im Nordwesten erwarten wir aber eine Kaltfront mit kompakten Wolken und Schauern. Und das Wochenende bringt dann wieder kräftige Gewitter.